Hallo, 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 hier ist wieder Schoki bei Noki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir heute hier am Silvestertag, wir sind schon am Trinken. Hey! Warte mal, ich muss erstmal aufmachen. Achso. Ja, wir sind schon am Trinken, 31. Dezember. Wir haben hier Bier schon mal bereit. Auf euch. Und wir haben hier Böller schon mal bereit. Ne? Heute Abend wird ein bisschen geböllert. Ich bin ja kein Böllerer normalerweise, ich kaufe nicht so viel Böller. Aber das ist schon ein Kracher, ne? Mhm. Ja. Und am 31. Dezember hat auch jemand Geburtstag. Und das will der Marke erzählen. Ja, am 31. Dezember hat der Psy Geburtstag. Ihr kennt ihn sicherlich alle von seinem Riesenhit Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Und so weiter und so fort. Ne? Ja, genau. Am 31. Dezember war auch der letzte Tag der deutschen Mark als gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland. Wisst und das war 2001. Noch? Erinnert ihr euch noch? Ich glaub, die meisten können das gar nicht mehr wissen. Aber ich glaube, das war nicht der Originalschein. Das ist nicht der richtige Schein, ne? Das ist der richtige Schein? Nein, das war nicht der letzte 100-Mark-Schein. Nee, das war nicht der letzte 100-Mark-Schein. Nee, aber das ist einer der schönsten 100-Mark-Scheine. Ja, das war einer, der vorher war, aber nicht der letzte 100-Mark-Schein. Aber das war toll. Das war echt eine schöne Scheine waren das. Ja, ist ja gut. Ganz, ja, super. Mhm. Ja? Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal an den Automaten gegangen bin und das erste Mal Euro gezogen habe. Das weiß ich auch noch. Das war in Wiesbaden. Mhm. In Wiesbaden bin ich an den Schalter gegangen und habe, da war schon ein Jahr lang, waren glaube ich schon Euro ausgezeichnet auf den Kontoauszügen. Ja. Und da gab es das erste, war glaube ich, müsste dann 2002 dann gewesen sein, also in der Silvesternacht, genau. In der Silvesternacht am 1.1. bin ich 2002, müsste es gewesen sein, ja genau, macht ja Sinn jetzt in dem Falle, bin ich dann an den Schalter gegangen, habe Euro gezogen. Ich habe meine ersten Euros bekommen über einen Getränkeautomaten. Ich habe mit D-Mark bezahlt. Und habe Euro-Münzen zurückbekommen. Ist mir klar, dass du über Getränkeautomaten dein Geld beziehst. Ja. Ja, genau. Am 31. Dezember war noch was? Du hast was auf der Pfanne hier. Das ist das leichteste Thema. Ja, Silvester. Ach so. Ja, Silvester. Ach so. Ja. Das wolltest du jetzt nochmal. Ich wollte Silvester nur noch mal sagen, frohes Neues euch allen. Ja. Ja, und guten danke. Rutsch sagt man nicht, frohes Neues. Guten Rutsch. Guten Rutsch, ne? Frohes Neues ist ja erst dann morgen. Ne? Mhm. Und danke, dass ihr unserem Kanal treu seid und bleibt und wie auch immer. Und euch und euren Familien alles Gute im neuen Jahr. Mhm. Denkt an eure Vorsätze, ne? Nicht zu viele Vorsätze, aber dafür gute. Mehr rauchen, mehr trinken, rauchen. Mehr fressen. Richtig. Ja, muss man, richtig. Muss man ja. Aber ich habe noch eine Sache, noch, die 1999 gewesen ist. In Russland tritt Boris Jelzin zurück. Hey. Am 31. Dezember und Wladimir Putin ist an die Macht gekommen. Das war die Einläutung der Ära Putin. Ja, nee, also zwischendurch hat er ja nochmal pausiert, dann war er nur, ja. war er glaube ich, was war das, wie hieß das dann? Auf jeden Fall war er ein anderer Präsident. Ja, stimmt. Ja, war für ein paar Jahre. Da war der gar nicht so in Erscheinung getreten ist. Putin war im Hintergrund, hat Putin genau. Immer im Hintergrund die Fäden gezogen. Ja, ja, das war so eine wie sagt man, war lustig eingefädelt. Schatten. Lustig eingefädelt auf jeden Fall, ja. Macht man halt so. Ja, am 31. Dezember, Schoki Banoki, New Television. Wir sehen uns natürlich im neuen Jahr wieder mit ganz vielen anderen Sendungen. Ich glaube, ich bin schon mal. Mit Mark Hagenbeck. Ja, ich bin auch wieder dabei. Brauchst du Feuer? Ja, ich brauche mal Feuer. Ich sage erstmal Prost. Machen wir mal draußen. Und rutscht schön rein. Macht's gut, ne? Ciao, auf euch. Cheerio, Miss Sophie.